neues Level erreicht. Basic Holograms. Okay. 8. Geht. Ein 6er. 7. 9, hopp. Okay. Es gibt einen klaren Trend zu Adventures. Dann ein neues Spiel. Genre Adventure. Bei Adventure. Ach, werden wir erstmal forschen müssen. Gesetz. Ja. Thema Gesetz, Genre Adventure. Was ist denn gut für Adventures? Das muss ich nochmal nachgucken. Der PC ist gut. Der G64 ist gut. Nehmen wir den PC. Spielengine. Wie nennen wir das Spiel? Es ist ein Gesetzesspiel. Wie nennen wir denn das Spiel? Das ist ein Gesetzesspiel. Resi, schlag mal was vor. Hallo Lenny. Wie nennen wir denn das Kind? Ein Gesetzesspiel. Alter. Kann man denn ein Gesetzesspiel nennen? Ich habe gerade echt keine Idee. Cop Hero. Okay. Und sollen wir das für Kinder, Erwachsene oder für alle? Ach nee, komm, wir machen es für alle. So, es ist ein 2D V4 Game. Wir haben ja genug Geld. Abenteuer. Haben wir noch hier drüben. Okay. So, Adventures. Engine auf 0. Jo, Gameplay auf 0. Und Story auf 100. Simple Quests machen wir mit rein. So, Phase 2. Dialoge auf 100. Level Design und AI auf 0. World Design auf 100. Grafik auf 100. Das auf 0. Jawohl.
1,1 Millionen. Schön. Wir haben eine erste Bewertung für unser neues Spiel Cop Hero erhalten. Mal gucken, was es wird. 7. Es wird auch hoch. 9. Es wird mittel. 9. 8. Ja, es gibt schlechtere Games. Und dann können wir mal wieder nach einem Publisher gucken. Piraten-Action-Spiel. Warte mal, Action Pirates. Wird schwierig. Die Plattform habe ich nicht. Sci-Fi-Abenteuer. Mit dem Fünfer kriegen wir locker hin. Ein kleines Spiel für Erwachsene. Was macht denn das Oda? Ultima. Kostet mich 400.000, ein Spiel zu entwickeln. Okay. Okay. So, das ist ein Sci-Fi-Abenteuer. Das ist eine Auftragsarbeit. Da gehe ich jetzt... Ach so. Ach, das ist ein mittleres Spiel. Oh, fuck. Arbeite ich da dran? Okay. Yep. Wenn ich ein Spiel für mich, für meine Firma selber produziere, da kann ich dann ein bisschen rumexperimentieren, aber nicht, wenn ich Auftragsarbeit mache. So, Spielewelt-Design. Ich habe halt jetzt keinen Designer. Das ist das Blöde. Da muss ich mich wahrscheinlich doch mal nach einem dritten Mitarbeiter umgucken, wo ich dann wirklich rein nur auf Design gehe, okay? Ja, den Sprung auf 500.000 macht er nicht. Ja. Level 2.
310, 285. Ach, da haben wir noch einen. 281. Nehmen wir den. Mhm. Hat 1,5 Millionen gebracht. So, Spiel veröffentlichen. Was? Abi Game Dev Jai Kon Jai Ni. Wenn du meinst. So, du kannst mal wieder in den Urlaub. Und ich bin mal ganz schnell auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Hast du auch probiert, Resi? So, bin wieder da. Ich denke mal, das wird türkisch oder sowas gewesen sein. Okay. Okay. Sehr schön. Auch schön. Abigame Devi. Oh Gott. Aber wenn du es mir jetzt noch auf Deutsch sagst, was das heißt. Wenn er noch da ist. Würde mich 500.000 kosten. Aber dann hätte ich wenigstens mal einen Schub an Fans. Nee, komm. Dieses Mal lassen wir es noch ausfallen. So, Hide and Seek. Die Plattform mag ich nicht. Athletik. Ein Abenteuerspiel, das... Warte mal, Abenteuer. Athletics. Nee. Irgendein Thema Action. Mindestbewertung 4. Sehr gerne. Für die PS2. Vertrag annehmen. Warum kann ich den nicht annehmen? Publisher-Vertrag.
Haben die den jetzt gerade rausgenommen? Nee. Jetzt! Also, Action! Action! Was nehmen wir denn? Sci-Fi nochmal oder Jagd? Warte mal, Action Hunting ist auch für Jagd, jawohl. Das Ganze nennen wir Waldmeister Sause. Aegisim 6. Ja, aber der Auftrag ist so geil. Ich muss nur ein Vierer-Spiel entwickeln. Hallo? ...2D-Grafik. So, jetzt haben wir nämlich auch einen richtig guten Grafiker dabei. Paul O'Brien. Der... Dann mach ich das Gameplay. Sip macht immer die Engine. Ich mach das Gameplay. Und Paul macht Story-Quest hier zumindest. So, Action... Braucht Engine 100. Gameplay 80. Nehmen wir lieber ein bisschen mehr. Story 0. Okay. So, das habe ich jetzt mal auf 90. Benutzen ziemlich viele Spiele Raubkopien von Space Invaders Ultima. Nee, nur verwarnen. Sofort. Mod vom Center. Ich habe gehört, dass Chaos Zocker ihn gerade eine neue spielt. Ja. Wir pushen das Spiel mal. So, Phase 2, Dialoge auf 0. Level Design wird Paul O'Brien zugewiesen. Ah, warte. Das machen wir auch auf 90 hoch. Und die AI auf 100. Dafür geht Zip hierhin und ich gehe hierhin. Okay, mach das, Resi. Okay. Wir haben 241 Fans generiert dadurch. So, Phase 3, World Design. Weg. Grafik und Sound hoch. So, du bist unser Grafiker. Du machst das. Okay. Ganzen Bugs jetzt noch. Na komm, noch 3 Technologiepunkte, bitte. Dass wir auf 50 kommen.